Guten Abend zusammen und willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Ingolstadt. Ich begrüße recht herzlich beide Trainer, Ingolstadts Cheftrainer Rüdiger Rehm und unseren Cheftrainer Robert Klaus, und würde direkt die Gäste einmal oder den Gast um seine Spielanalyse bitten. Ja, danke schön. Ich glaube, dass wir heute nicht viele Worte verlieren müssen. Es hat einfach vieles gepasst bei uns. Wir waren von der ersten Sekunde an voll da. Wir waren griffig, wir waren gierig, wir waren bereit, gegen den Ball mit 100% zu arbeiten, und zwar alle. Und wir waren auch bereit, mit dem Ball dementsprechende Angriffsaktionen zu starten und wirklich auch bis zum Tor durchzuspielen, zielstrebig zu sein. Und was noch oben drauf kommt, nicht nur von der ersten Minute, sondern über 90 Minuten haben wir das beibehalten. Und es waren natürlich auch dann solche Phasen, das weiß man dann im Fußball. Dann gibt es so Prallbälle und die prallen dann auch wieder zu dir, oder du hast dann Einwurf, da kommt dann alles zusammen, oder wir retten auf der Linie. Sind alles solche Momente, die heute alle auf unserer Seite waren. Und deswegen gehen wir heute sicherlich verdient als Sieger vom Platz. Und ich wünsche dem FC Nürnberg natürlich alles Gute. Danke. Rüdiger Rehm, vielen Dank. Robert, du bitte. Ja, hallo. Glückwunsch an Ingolstadt zum Sieg. Wir haben heute sehr viel vermissen lassen von dem, was wir können, und vor allen Dingen auch von dem, was wir uns vorgenommen haben. Wenn man sieht, wie wir bis jetzt in der Saison aufgetreten sind, dann war das heute weit, weit weg von dem, und es war natürlich auch mit Abstand unsere schlechteste Saisonleistung. Das müssen wir ganz klar einräumen. Wir sind richtig beschissen ins Spiel reingestartet, hatten Ballverluste, waren nicht griffig genug, hatten große Abstände, waren in der Restverteidigung nicht gut. Und schon in den ersten 10 Minuten hat man gemerkt, dass wir nicht ins Spiel kommen. Und so hat sich das weiter durchgezogen. Und dann natürlich durch die Erfolgserlebnisse wurde Ingolstadt mutiger und selbstbewusster. Und bei uns ist das Selbstbewusstsein geschwunden. Und dementsprechend waren wir dann schon zur Halbzeit 0-3 hinten, wollten dann noch ein paar Sachen ändern, kriegen dann direkt wieder mit Wiederanpfiff das 0-4, und dann war das Spiel komplett gegessen. Sehr viel gegen uns gelaufen, das haben wir uns aber komplett selber zuzuschreiben. Das ist einfach ein bitterer Tag für uns. Wir müssen ganz klar auch mit der Mannschaft darüber sprechen, wie gehen wir in so ein Spiel rein. Wir haben eine Top-Ausgangssituation heute gehabt, 33 Punkte, Freitagabend, Flutlicht vor eigenen Zuschauern. Und wir schaffen es nicht, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Das ist bitter, das ist schade, das ist eine verpasste Chance, uns zu verbessern. Das ist ganz klar. Wir wollen besser werden, aber die Frage ist, wie werden wir besser? Und nur vom Reden und von Dinge ausmalen, Pläne erstellen, darüber reden und geht's nicht. Wir müssen an die Leistungsgrenze gehen in jedem Spiel, egal gegen welchen Gegner. Dann holen wir unsere Punkte, so haben wir auch unsere Punkte bis jetzt geholt. Wir haben noch keinen Gegner mit einem halben Arsch weggespielt, sondern immer mit vollem Einsatz und voller Leidenschaft. Und die hat heute über weite Phasen des Spiels einfach gefehlt. Und das ist halt schade, gerade vor unseren Zuschauern, denen wollten wir was bieten, die waren lange nicht da. Und kann mich nur entschuldigen, dass wir heute so eine Leistung angeboten haben. Robert, vielen Dank. Dann fangen wir mit den Fragen an. Die Pressekonferenz findet nach wie vor virtuell statt. Deswegen lese ich die Fragen vor. Wir fangen an mit einer Frage an dich, Robert, von Uli Diekmeier von der Nürnberger Zeitung. Hat sie ihre Mannschaft schon jemals so enttäuscht wie heute? Ich habe gerade gesagt, es war unser schlechtestes Saisonspiel, aber es geht nicht darum, ob jemand den anderen enttäuscht, und wir sind gemeinsam. Ich bin enttäuscht, die Mannschaft ist enttäuscht, und deswegen müssen wir gemeinsam, so wie wir auch die Scheiße uns heute eingebrockt haben, sorry, müssen wir da wieder raus. Ich mache weiter mit Uli Diekmeier. Wie lässt es sich erklären, dass von Beginn an einigen Spielern heute offenbar die nötige Einstellung gefehlt hat? Ich glaube, ein Mix aus zwei Sachen. Das eine ist die hervorragende Ausgangslage. Freitagabend Flutlicht. Wir können vorlegen, wir können punkten mit einer guten Ausgangssituation. Wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen, dass wir mit einem Sieg heute 3 Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Hinrunde haben könnten, was eine super Ausbeute wäre, was 3 Siege aus den ersten 4 Spielen bedeuten würde, was einfach top wäre. Und das, was ich angesprochen habe, das hilft nicht nur darüber zu reden, sondern man muss es mit Leben füllen, und diese Aussicht auf Erfolg, die wirkte heute eher hemmend. Wir waren nervös. Und das andere ist, wie gehe ich in so ein Spiel rein? Liefere ich 100% ab in den talentfreien Bereichen, in den Basics? Und das war nicht der Fall heute. Die letzte Frage von Uli Diekmeier. Befürchten Sie, dass diese Niederlage Spuren hinterlässt bei den Fans wie auch bei den Spielern? Ich hoffe nicht langfristig, kurzfristig sicherlich. Das habe ich gerade auch schon den Spielern gesagt. Wir haben uns diese Woche, die uns jetzt bevorsteht, selber eingebrockt. Häme, Spott, Mitleid, alles Dinge, die man nicht braucht. Da können wir uns nur selber rausarbeiten. Es wird keiner in Karlsruhe auf uns warten, der uns was schenkt und uns wieder aufbaut, sondern das können wir nur selber. Und deswegen
Ich kenne die Mannschaft, sie kann Reaktionen zeigen. Sie funktioniert immer auch dann, wenn Druck auf dem Kessel ist. Und ja, jetzt müssen wir liefern. Es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie besondere Dinge machen oder so viel verändern, sondern einfach nur zurück zu dem, was uns stark gemacht hat. Wir kommen zu Fadi Keblawi von den Nürnberger Nachrichten. Gleichzeitig hat die Frage auch Martin Funk von der Bild gestellt. Fabian Nürnberger wirkt jetzt wie der Sündenbock. Sie hätten aber auch noch mehr Spieler früh auswechseln können, oder? Und hat es Johannes Geis besser gemacht? Ja, also ich mache das höchst ungern, dass ich Spieler vor der Halbzeitpause auswechsel, aber für mich ging es einfach um den Schutz von Fabi. Er hatte eine scheiß Anfangsphase, ist schlecht reingekommen, hatte Ballverluste, hat sich damit dann auch beschäftigt, das hat man gesehen, es ging in seinem Kopf rum, hat dann einfache Fehlpässe gespielt und deswegen wollten wir da reagieren und mit Geisi einen Spieler mit Erfahrung reinbringen, der auch solche Situationen schon kennt, der Stabilität da gibt und der hat uns dann auch in der Phase bis zur Halbzeit dann auch Stabilität direkt gebracht, das war gut. Auch er kann besser spielen, das wissen wir. Und deswegen ist Fabi nicht der Sündenbock. Wir hätten mehr Spieler auswechseln können, aber es ging mir dann gerade auf dieser zentralen Position, auf der 6, über die 4 lief heute, ging es mir darum, dann, dass wir da mehr Sicherheit für die Mannschaft reinbringen. Christian Dressel fragt dich, Robert. Ich glaube, aber die Frage hast du eigentlich schon beantwortet. Warum hat Ihre Mannschaft in einer Partie, in der der Sprung auf Platz 3 möglich war, in der Fans zurück im Max-Morlock-Stadion waren, den Tabellenletzten im Derby zu Gast, der hat blutleer agiert, ich glaube, die Frage. Genau, zwei Gründe habe ich hier schon gesagt. Genau, und nur zur Erklärung, die Fragen werden von den Journalisten immer schon vorher gestellt, deswegen, sie kommen nicht reaktiv dann hier rein. Wir kommen zu Martin Funk von der Bild, der fragt, es gab trotz einer bisher guten Saison viele Pfiffe für Ihre Mannschaft, wie sehr hat Ihnen das wehgetan? Ja, das schmerzt schon, aber das sind wir selber dran schuld. Das haben wir heute auch verdient. Und die Pfiffe galten sicherlich nicht der Saison. Das habe ich ja schon gesagt. Wir haben in der Saison schon gute Leistungen abgeliefert. Wir haben nicht umsonst 33 Punkte. Die haben wir uns hart erarbeitet mit Fleiß, mit Moral, mit Einsatzwillen. Heute haben wir das nicht an den Tag gelegt. Und deshalb war die Reaktion der Fans auf das Spiel heute einfach gerechtfertigt. Die warten drauf, uns wieder zu sehen, nehmen viele Dinge in Kauf, kommen her und haben natürlich auch eine Erwartungshaltung, genauso wie wir. Die Fans sind enttäuscht heute und genauso sind wir es aus. Und das ist die Art und Weise, wie sie ihren Unmut äußern können. Und das müssen wir uns über uns ergehen lassen. Da sind wir selber dran schuld. Da wird uns auch keiner raushelfen. Und genauso gut weiß ich, dass die Fans, wenn wir wieder eine gute Leistung abliefern und an die Grenze gehen, dass sie uns wieder total unterstützen werden. Die zweite Frage von Martin Funk hast du eigentlich indirekt auch schon beantwortet, ob das heute das schlechteste Spiel unter deiner Verantwortung war? Kann man sicher so sagen. Die dritte Frage, solche gebrauchten Tage gibt es im Fußball häufiger, darf man trotzdem gegen den Tabellenletzten eine andere Körpersprache erwarten? Ja, da gibt es ja unmittelbar einen Zusammenhang. Das habe ich schon gesagt. Bei uns klappt dann gar nichts mehr, beim Gegner klappt viel. Das liegt daran, wie wir ins Spiel reingestartet sind, dann fällt schnell das 0-1 und 0-2. Und dann gehen die Köpfe runter und natürlich geht es dann um Haltung, wie bringe ich das Spiel bis zum Ende. Aber auch da nochmal, wir versuchen dann viel, dann haben wir die große Chance vor der Halbzeit von Dove, die geht nicht rein, dann nach der Halbzeit kassieren wir gleich das Tor. Da brauchst du auch ein bisschen Spielglück, das hatten wir heute zu null, aber das ist keine Ausrede oder Entschuldigung für das Ergebnis, sondern es geht einfach darum, dass wir besser in so ein Spiel reinstarten müssen. Noch zwei Fragen von Martin Funk. Vor dem Spiel haben Sie gesagt, dass das 0-7-Test-Debakel keine Rolle in der Vorbereitung gespielt hat. Sehen Sie jetzt im Nachhinein Parallelen zwischen beiden Auftritten? Ja, schon. Trotzdem, glaube ich, hat es keine Rolle gespielt. Vielleicht hätten wir es thematisieren müssen. Wir haben es nicht großartig thematisiert. Vielleicht hätten wir es gerade mal tun sollen. Hätten gesagt, hey Männer, ihr wisst, was passiert, wenn man mit halber Kraft in so ein Spiel reingeht und nicht komplett am Limit ist, dann passiert sowas. Testspielergebnis von damals spielte keine Rolle in der Vorbereitung, aber natürlich sind da gewisse Parallelen zu erkennen. Wie starten wir in so ein Spiel rein? Wie wehren wir uns dann und vor allen Dingen auch, wie lassen wir uns davon dann beeindrucken? Und die letzte Frage, wie kann man die Mannschaft jetzt für Karlsruhe aufbauen?
Ja, es wird jetzt sicherlich ein, zwei Tage dauern. Wir müssen uns schütteln. Wir werden klar analysieren, auch klar und direkt mit der Mannschaft sprechen, auch mit einzelnen Spielern sprechen. Und dann geht es darum, eine gute Trainingswoche zu haben und vor allen Dingen, das, was ich vorhin schon gesagt habe, sich wieder darauf zu besinnen, was hat uns hierher gebracht in die gute Ausgangslage, die wir immer noch haben. Wir haben immer noch genauso viele Punkte wie zum gleichen Zeitpunkt der Hinrunde. Das heißt, das ist okay, aber unser Anspruch ist halt, besser zu werden. Das haben wir gesagt, wir wollen einfach besser werden von Woche zu Woche. Heute war ein Rückschlag, ein klarer Rückschlag und jetzt geht es darum, dass wir da wieder die richtigen Schlüsse ziehen, um dann wieder so eine Leistung abzurufen, dass wir in der Lage sind zu punkten. Kommen wir zu Ihnen rüber, Herr Rehm. Es gibt auch was, ja, tatsächlich. Und zwar die erste Frage, was kann dieser Sieg auslösen? Wie wichtig ist es, dass gerade die Offensivspieler mal kollektiv Erfolgserlebnisse hatten und wie gut tun die Neuzugänge dem Team? Also drei Fragen. Ja, ich denke, die Neuzugänge tun dem Team natürlich schon gut, weil sie einfach diese Negativerlebnisse der Vorrunde nicht hatten. Ja? Und von daher gibt es ein bisschen frisches Blut, es gibt ein bisschen frischen Kopf. Und ich glaube, dass die Jungs, die jetzt aufgrund der Vorrunde natürlich eher ein bisschen negativ und geknickt sind, können sich daran auch hochziehen. Und das ist genau das, was ich eigentlich auch erwarte, dass wir unbelastete Spieler uns einfach wieder Selbstvertrauen geben und uns einfach auch wieder die Stärke und die Sicherheit geben und Selbstvertrauen geben, um eben solche Spiele heute abzuliefern. Ja. Und von daher kann dieser Sieg natürlich viel auslösen. Ja. Meines Erachtens war es nicht nur, auch wenn es vielleicht so ein bisschen rüberkommt, die schlechte Leistung der Nürnberger, sondern es war eine überragende Leistung meiner Mannschaft, die es über 90 Minuten durchgezogen hat. Und das will ich auch mal so ein bisschen nebenbei noch rausheben. Also wir sind ja keine Laufkundschaft, ja, an der man dann einfach vorbeiläuft und die Punkte mitnimmt, sondern wir haben schon jetzt gute Stabilität gezeigt, sowohl gegen Darmstadt als auch gegen Heidenheim oder auch Dresden. Und ich glaube, dass es heute einfach nur ein weiterer Schritt war auf unserem Weg. Und genau den werden wir weitergehen. Und die Jungs müssen sich nächste Woche an dieser Leistung von heute messen lassen. Florian Wittmann vom Donaukurier fragt noch, können Sie etwas zum Gesundheitszustand von Stefan Kutschke und Marcel Gauss sagen, beziehungsweise wie lange die beiden ausfallen? Ja, beiden geht es soweit gut, ja, soweit ich weiß. Jetzt wird es nach dem Spiel sicherlich ein bisschen besser gehen. Und ich hoffe, dass sie dann eben auch schnellstmöglich wieder zurück sind. Aber alles Weitere muss ich dann erstmal klären, noch da weiß ich auch noch nichts drüber Bescheid. Gut, das war's an Fragen. Dann sage ich vielen Dank an beide Trainer und beende die Pressekonferenz. Tschüss. Danke, ciao. Danke.